willkommen zum nächsten Teil von Weiterlesen, ja oder nein. 5 ist die Zahl, auch die ich bei 5 Büchern jetzt anlesen möchte. Also ich möchte euch das Ergebnis präsentieren vom letzten Weiterlesen, ja oder nein. Wieder 2 gehen und 3 bleiben. 2 dürfen bleiben, 3 dürfen gehen. Hallo ihr Leseratten, willkommen zum nächsten Weiterlesen, ja oder nein. Ich zeige euch nun die Bücher, die als nächstes angelesen werden. Und auf den ersten Blick würde ich bei jedem Buch sagen, ja, bleibt. Allerdings kenne ich keinen von den Autorinnen. Tatsächlich bis auf 1. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass du ein Weibchen bist, weil das wäre jetzt doof. Der Autor. Alles klar. Aber bis auf 1 sind alles Autorinnen. Und ja, wie gesagt, ich kenne keinen von ihnen und möchte es deswegen erstmal anlesen. Und wir gucken mal. Vielleicht fällt dann doch irgendwas raus oder auch nicht. Gut. Das erste ist tatsächlich der erste in der Trilogie, wobei ich nicht weiß, ob die Trilogie wirklich fortgesetzt wurde. Ich habe die ersten beiden Bände davon. Und zwar die Enklave von N. Aguirre. Das muss ich mir überlegen, wie man ausspricht. Ja, genau. Eine Dystopie, mehr weiß ich nicht. Und von daher lasse ich mich überraschen, was mich in diesem Buch erwartet. Doch, ist richtig, ne? Ey, ich bin halt schon ein bisschen durch. So, dann haben wir Himmelsschlüssel von Christina Olsen. Woher kommst du denn? Also es ist ja auf jeden Fall was Skandinavisches, ne? Deutsch von, ja, von wo bist du denn? Schwedisch. Okay. Ja, wie gesagt, da ist ja schon wieder halb vorprogrammiert, dass es gut wird. Aber man weiß es nicht. So, dann habe ich hier ein sehr unspektakuläres Cover, trotzdem sehr ein bisschen eklig. Und zwar Skalpelltanz von Jenny Mileski. Auch da habe ich keine Ahnung, es fühlt sich auch ganz eklig, wenn man so gummiert ist. Ja, gucken wir mal. Dann habe ich eigentlich den zweiten Band, ich glaube es ist der zweite, vom Bookcook ausgesucht, beziehungsweise wurde vom Bookcook ausgesucht. Ich dachte, habe ich den ersten Band, den ich schon habe, und dann gucken wir mal. Die Cover finde ich hier ganz, ganz klasse, weil die so glänzend sind, so blendend. Nackte Seele von Luke Devlo, der einzige Autor in diesem Fall. Alles spiegelt sich hier überall, ne? Ja, auch hier habe ich keine Ahnung, worum es geht und wir werden es feststellen. Der nächste Band, das nächste Buch, aus dem was nicht der erste Band. Aber ich denke mal, man kann sie hoffentlich auch einzeln lesen. Wenn nicht, sagt es mir, schreibt schnell und dann ist gut. Der erste war jetzt schon seit ewigen Zeit auf meiner Wunschliste, da habe ich mir die Leseprobe dazu gelesen und fand die großartig. Jetzt seht ihr schon, was das ist, aber ist egal. Aber das hier ist wahrscheinlich der dritte Band, wenn hier nur 2 hinten drauf sind. Lass mich mal kurz gucken. Irgendwas drin steht. Manchmal ist ja. Manchmal ist auch nicht. Hinten vielleicht. Ja, da ist noch eins. Das dazugehört, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall stirbt mein Prinz von Tanja Kaba. Ja. Pink. Mehr weiß ich auch nicht. Genau, das sind die Bücher, die ich als nächstes anlesen werde. Zumindest die ersten Kapitel. Ob ein Prolog dabei ist, dann ist der Prolog auch mit bei. Aber sonst immer nur die ersten Kapitel. In der Regel. Kann ja aber passieren, dass ich ein bisschen weiterlese, weil das erste Kapitel so nichtssagend ist. Gibt es ja. Okay, es dürfen natürlich gerne wieder Wetten abgeschlossen werden. Was ihr meint, was bleiben darf und was nicht. Ich muss mich kurz verrenken, einen kleinen Blick, weil so rum ist richtig. Hoffe ich. Okay, das ist schon mal falsch rum. Egal. Ja, wie gesagt, es dürfen Wetten abgeschlossen werden, welche Bücher rausfliegen und welche bleiben dürfen. Es wird langsam wieder Zeit, dass ich das aussortiere, oder? Wir gucken mal. Ich habe die anderen Bücher noch nicht angefangen zu lesen. Das muss ich ab heute mal machen. Von daher, das habt ihr schon gesehen, ob das aussortiert wurde oder nicht. Von daher werden wir sehen. Es bleibt spannend. Okay, das war's von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.